wird es gut gehen. Oh, also einfach nicht umdrehen, oder? Guten Tag, Leute. Und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag. Also ein doppelt besonderer Tag, weil die EXC läuft wieder. Wie ihr mitbekommen habt, lief die nicht. Und es kam jetzt auch eine Zeit lang gar nichts. Und das lag einfach an einem Benzinfilter, der komplett dicht war. Die habe ich alle getauscht. Und jetzt macht es wieder Krach. Und es macht so Spaß. Dann haben wir heute doch noch schönes Wetter bekommen. Es ist irgendwie immer so, wenn ich mich aufs Bike setze, dann kommt die Sonne raus. Einfach schön. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Motul und wir haben etwas ganz Verrücktes vor. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, ich habe mit Motul eine M4 August davon, 350 Stück weltweit, ausgepackt. Und dieses Motorrad dürfen wir heute fahren. Und ich habe mir sagen lassen, das ist ein ganz, ganz, ganz wildes Ding. Es ist insofern, geht es hier auch mal voran. Es ist insofern auch besonders, weil, da ist er, der Selas. Der war schneller, er ist rechts rumgefahren. Es ist insofern was Besonderes, weil es jetzt das erste große Bike ist, was ich auf der Straße fahre. Mich haben irgendwie so große Motorräder nie wirklich gereizt, bin ich ehrlich. Also ich habe hier meine XC, mit der kann man Wheelies machen und das macht mir Spaß. Aber was anderes reizt mich irgendwie nicht so. Aber das Ding hat ziemlich viel ähnlich mit einer KTM, zumindest was einen Punkt angeht. Und das ist Leistungsgewicht. Der Johannes von Motul meinte, dieses Biest wiegt 160 Kilo. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist ja schon nicht viel. Meine KTM hier, die ja komplett auf Leichtbau ist, Wettbewerbsmaschine, wiegt 100 Kilo, sagen wir mal 110. Ich schätze es mal so 55 PS. Also so ein Ratio von 1 zu 2, so kann man sagen. Und dieses Ding von Motul, die MV, 140 PS, 160 Kilo. Also man muss sich mal vorstellen, ein Auto, was über eine Tonne wiegt, stellt euch vor, das Ding hat 1000 PS oder so. Das ist ja schon echt krank. Und das Ding holen wir jetzt aus dem Büro raus und dann wird eine Runde gedreht. Ich hoffe, die Audioqualität geht klar. Ich habe mich ja übelst gemault letztens beim Enduro-Vlog. Es konnte ja nicht mal einer werden, weil ich so früh aufhören musste. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich laber jetzt auch nicht viel drumherum. Oh, Polizei. Wir fahren jetzt zum Motul und wir sehen uns gleich beim Johannes. Bis gleich. Willst du eigentlich eine Runde Jetski fahren? Was? Willst du eigentlich eine Runde Jetski fahren? Jetzt? Ja. In die Badewanne, oder? Ja, bei dir daheim. Ah, ja. Ja? Mhm. Da fahr ich gleich. Ja, ah, perfekt. Also, bis gleich, bis später. Keine Ahnung, wer das war. Und wir sind jetzt quasi direkte Nachbarn. Eigentlich echt lustig. Hui. So, oh, nicht so doll bremsen, hier ist Schotter. Jetzt fahren wir hier links rein. Ich würde sagen, wir machen es jetzt hier einfach auf ganz frech und fahren direkt vor. So, da freuen sich doch immer alle. Motul. Es klingelt. Sesamöffne dich. Wir wollen hoch. Geht die Tür alleine zu? Ich weiß es nicht.
vierte Etage. Der Weg zum Glück. Hallo, it's me. Ja, keine Lederhose, immer eine Lederjacke. So, ist das nicht ein schönes Bild? Ich habe jetzt keine Maske, aber ich habe einen Helm. Ich hoffe, das geht klar. Hallo, ich warte auf den... Genau, richtig, ja. Er weiß Bescheid, ich würde einfach eben hier warten. Okay, der kommt schon. Da ist er ja. Ich habe noch den Helm an. Hi. Ja, schon mal los, ne? Ja, würde ich sagen. Ja? Ging ja schnell. Ja, Zeit gefunden. Ja, coole Sache, ich freue mich. Auch mega, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe es eben schon gesagt, irgendwie, wenn ich auf dem Bike sitze oder egal wo ich hinfahre, ist es immer dann noch doch noch gutes Wetter. Ja, boah, sie ist so sauber, ne? Das ist unglaublich. Soll bitte auch so bleiben. Ja, mein Helm ist ein bisschen schmutzig. Du bist ja auch schon gefahren. Ich bin ja auch schon gefahren. Wie lange bist du unterwegs gewesen? Nicht so lange. Ich habe ja gestern noch getankt. Ah, okay. Also, ein paar Kilometer machen können. Mhm. Ups. Okay, sehr cool. Da passe ich da noch rein. Ich hoffe, ich werde meine EXC nicht verkaufen. Machen wir. Dann, let's go. Boah, also das ist schon ziemlich kriminell, die Lautstärke. Nicht nur meine. Oh Mann, es fühlt sich verboten an. So, jetzt hier auf die Straße. Was ist das denn? Oh, sag bloß, der Sprit ist leer. Bitte nicht. Also ich hoffe, es reicht für Jörn. Der Sprit ist leer. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also ich glaube, bei mir streikt der Tank. Ja, immer, dann viel Spaß, bring ich in einem bisschen wieder. Auf jeden Fall. Und ja, dann bring ich sie wahrscheinlich gleich ins Büro. Ja, perfekt. Okay, dann. Viel Spaß. Dankeschön. Freude. Lars, bis nachher. Nee, Quatsch. Ich hab's nicht vor. Ich will ja nochmal fahren. Ja. Also, dann testen wir sie doch mal. Okay, bis später. So, auf der MV. Macht auf jeden Fall schon ordentlich Krach. Und ich habe mir gerade noch so eine kleine Anweisung vom Johannes geben lassen. Das ist crazy, denn man braucht bei dem Ding die Kupplung überhaupt nicht, also man kann ohne Kupplung anfahren. Quickshifter natürlich auch am Start. Oh, und er ist so smooth. Viel besser als bei der SMCR, bin ich ja ganz ehrlich. Also der SMCR Quickshifter, der ist so ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht, ob das so an diesem ruppigen Einzylinder Spirit liegt, aber ja, das ist immer so ein rein Quetschen irgendwie. Aber da, gut, das Ding ist halt auch noch komplett neu und hier flutscht noch alles. Aber letzten Endes schlägt mein Herz schon für meine KTM, für die Supermoto. So. Und ich habe mir überlegt, einfach um auch ein bisschen zu quatschen. Oh Mann, ey. Alter. Jetzt werden alle Sportlerfahrer schreiben, du schaltest viel zu früh. Ja, ich will jetzt auch nicht komplett ausrasten hier. Muss auch ein bisschen vorschriftsmäßig fahren.
Also ich dachte mir, wir fahren jetzt ein bisschen Landstraße einfach und auf jeden Fall geht's gleich auch mal auf die Autobahn, weil wenn wir schon mal auf so einem Ding sitzen, dann will ich das Ding auch mal ein bisschen am Gas ziehen. Wenn man das Gas stehen lässt und den Quickshifter benutzt. Oh Mann, Alter, das ist doch nicht von dieser Welt. Das ist der, gut, das ist jetzt irgendwie so ein Sportmodell. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich den ersten Gang einfach drin lassen kann. Ich weiß nicht, ob der Auspuff komplett original ist, aber er kam halt jetzt so schon von MV Augusta und dieser Sound ist krank. Also wirklich krank. Ach, sorry Leute, die GoPro hat sich einfach aufgehangen. Seht ihr? Nicht mal die GoPro kommt drauf klar auf dieses Bike. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es noch drauf ist, aber dieses Bike, es hört sich so unfassbar laut an. Sie dreht bis 16.000. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 16.000 Umdrehungen. Und bei 4.000 oder 5.000 denkt man schon, man wird gleich rausgezogen. So, aber jetzt geht's weiter. Oh je. Yeah. Und jetzt, gleich können wir auch mal ein bisschen am Hahn drehen. Also. Junge, was ist das? Das ist doch kein Motorrad. Was? Oh Mann, ey. Ich weiß nicht. Oh, ich kann. Ja, ich. Es sind wirklich unverfälschte Eindrücke. Oh je. Wird es gut gehen, Jungs? Wird es gut gehen? Oh. Bitte, also, einfach nicht umdrehen, oder? Also, in den Spiegel kann ich ja eh nicht gucken. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Soll ich es wagen? Ich wage es jetzt. Oh, sie blinken rechts. Vielleicht haben sie mich verschont heute. Oh. Das Ding ist, eigentlich kann mir alles egal sein, weil das Ding ist legal. Es hat jetzt gerade nur keine Spiegel. Warum bleiben sie stehen? Ich bin ja weg. Oh Junge, was ist das? Oh, ich kann das nicht beschreiben. Das ist. So. Jetzt machen wir hier mal kurz Päuschen. Oh je. Yeah. Ich hätte gar kein Päuschen machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach direkt straight zurück. Ja, Wendekreis ist natürlich keine Ilse. Die Autobahn geht. Wir müssen diesen Moment einfach festhalten in Form eines Bildes. Oh, wir sind endlich da und seht ihr dieses Knöpfchen? Richtig. Engine Map. Das Ding hat einen Sportmodus. Und der wird jetzt hier, okay, noch einmal durchatmen, ist drinne. Die Autobahn ist ziemlich voll, hinten wird es aber was leerer, hoffentlich. Wir machen jetzt schon mal den Sportmodus rein. Können aber erst ein bisschen später Gas geben. Rain? Sport. Oh Mann, es wird richtig fitzen, das sage ich euch. Ein letzter Blick auf die Uhr. Der Johannes will auch irgendwann Feierabend machen. Dreiviertel Stunde noch. Mein Daddy will das Bike auch noch sehen. Oh, ich hoffe, es passt alles. Aber es ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal. MV Augusta, also, dass mir etwas anderes als eine Supermoto doch so Spaß macht, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, man muss halt auch einfach mal offen für was Neues sein. Wie gesagt, keine schöne Zeit, um jetzt ein bisschen Gas zu geben. Autobahn ist ein bisschen voll. Aber es kommt auf jeden Fall ein unbegrenzt Stück. Und da geht hoffentlich ein bisschen was. Wollen wir mal sehen. Ich hoffe, die GoPro hält stand. Leute, es geht los. Oh.
Okay, Leute, es ist ein sehr trauriges Ende, denn die GoPro ist leer. Es war nicht das letzte Mal. Ich hoffe, ich bekomme noch ein bisschen was drauf. Ansonsten schreibt mir, wie ihr das Bike findet, ob sowas öfters kommen soll. Und ansonsten, wenn die GoPro aus ist, ist das Video vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, Leute, die GoPro ist noch einmal kurz an. Das war's mit diesem Vlog. Ich hoffe, bis bald. GoPro verabschiedet sich jetzt jeden Moment.